Der Tango Argentino ist ein Tanzstil, der fasziniert und berührt. Bei einem Workshop in Möllersdorf konnten Hobbytänzer neue Schritte und Elemente lernen und ausprobieren. Einmal so tanzen können wie ein Profi. Mit ganz viel Übung geht das vielleicht auch. Beim Workshop in Möllersdorf versuchen die Laien den Profis etwas abzuschauen. Der Tango Argentino hat in Buenos Aires 1900 angefangen, dann ist nach Europa 1930 ungefähr übersiedelt nach Paris. War total begeistert von die Französische und dann haben wir ein bisschen standardisiert und dann ist geworden diese Tango Standard, ja. Die Faszination Tango Argentino ist für die Besucher des Workshops einfach zu beschreiben. Die Musik, die Kultur, glaube ich, auch. Diese Tiefe dieser ganzen Geschichte, diese langjährige Kultur, die sich ja lang entwickelt, ja, und diese Bewegungsformen, dieses polyphone Tanzen, die Verbindung mit dem Partner, ist fast ein bisschen so eine getanzte Meditation für mich. Der Tango ist für mich Ausgleich, der Tango ist für mich mich völlig fallen lassen können, Seele, diese Musik des Tango hat so viel Seele, wenn man auch ein bisschen dann später mal eintaucht in die Texte, ich lerne auch inzwischen Spanisch, um die Texte verstehen zu können. Da ist so unglaublich viel drin an allen menschlichen Gefühlen. Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle ist im Tango enthalten. Die Faszination vom Tango Argentino ist einfach, dass man über das Körpergefühl viel macht. Ja? Nicht nur die fixen Schritte hat, sondern eben das Spüren. Ja? Und dass man eben da eine Energie aufbaut und das entsteht immer was Neues. Egal, ob du kannst tanzen oder egal, ob du schon eine Profi bist. Für der Tanz ist für ihn eine große Herausforderung, dich andeuten, was du dich wünschst, was du fühlst, dass die andere dich versteht und dann zusammen sich verschmelzen. Deshalb sage ich immer, dass es ist nicht eine Führung, es ist nur wie eine Sprache, körperliche Sprache kennenlernen und dann unterhaltest du mit deinem Partner. Es hat mal jemand gesagt, Tangos sind getanzte Gefühle. Alle, die vom Zusehen nun Lust am Tanzen bekommen haben, können ab Mitte September selbst Tango Argentino lernen. Ab 14. September sind wir hier in dieser wunderschönen Saal von Dreiskirchen Möllersdorf. Jede Mittwoch, ja, ab 19 Uhr ungefähr bis, ja, 1,5 Stunden Kurse und dann gleich danach lasse ich der Tanzpole frei für Praktika. Es ist einfach ganz toll, das auch hier zu haben, auch in der Nähe zu haben und diese tollen Seele und Plätze auch wirklich kennenzulernen hier. Also, obwohl ich wirklich so in der Nähe lebe, aber ich wusste ja gar nicht, dass es diesen tollen Saal da gibt. Und die Gruppe ist auch irrsinnig nett und das macht einfach total Spaß.